Hey Freunde, Werner hier. Heute mal mit Cultist Simulator. Gerade extra mein Save Game gelöscht, um hier nochmal von vorne anfangen zu können. Wer nicht weiß, was das ist so ein Tabletop Roguelike Zeitmanagement-Spiel. Sehr interessant. Schauen wir uns das mal an. Ich habe schon ein paar Stunden gespielt, deshalb weiß ich ein bisschen, was ich hier mache und ja, kann ich auch mal ein bisschen erklären, was das hier eigentlich alles ist und fangen wir mal an. Ich habe natürlich den Namen eingegeben. So, was haben wir hier? Das hier ist unser Spielfeld und der Knopf hier ist unser Arbeitsding. Damit können wir arbeiten gehen. Können wir hier unsere Arbeitskarte reinziehen. Ich werde jetzt übrigens die Storytexte, die da so sind, die werde ich ein bisschen links liegen lassen, sondern mich ein bisschen aufs Erklären fokussieren. So, wir waren arbeiten. Mal Pause machen. Was haben wir hier? Wir haben Geld bekommen. Können wir hier mal hinwerfen. Und Health. Und ich sag mal, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, wie die Sprache des Spiels funktioniert. Und dazu geht man dann am besten auf irgendeine Karte und klickt dann mal. Also, du hast hier auch immer eine kleine Beschreibung, was man mit den Sachen machen kann. Ups, und jetzt kann man dann hier unten draufklicken. Da sind dann die Aspekte. Die legen in den meisten Fällen fest, was du mit einer Sache machen kannst. Also du kannst jetzt hier Health als Fähigkeit oder als Zutat, als Ingredient benutzen. Wenn man jetzt hier klickt, wieder auf Arbeit, dann in dieses leere Feld, dann sieht man Health blinkt, weil du kannst hier reintun Ability. Da steht dann hier links oben der Haken, was man alles reinwerfen kann. Da wirfst du dann dein Health rein, um ein bisschen unqualifizierte Knochenarbeit zu machen. Ja, mehr als warten können wir gerade nicht. Hier. Das sind weitere Verben, nennt man die Dinger. Sie ist Träumen. Denn das Ziel ist ja, ein Kult aufzubauen und unser Boy hier träumt davon und wir haben unsere nächste Ressource bekommen, Passion. Also zu den Ressourcen nochmal, ist auch unten hier so eine Leiste, also Health, Passion und Reason, bekommen wir gleich. Das sind die Sachen, die sind immer wieder verwendbar. Also wenn du die benutzt, dann sind die auf Cooldown. Das sehen wir gleich. Und Passion können wir direkt hier reinwerfen. Um ein bisschen von unserer Passion zu träumen. Was das Aufbauen eines Kults ist. Kurz nochmal hier Contentment. Contentment braucht man, wenn man um später so also ein Abwehrmechanismus. Für Leute, die das noch gar nicht gespielt haben, damit kannst du später, ja, sobald Dread kommt, also Verzweiflung, das abwehren oder umwandeln. Das sehen wir noch. So, wir haben hier wieder Geld bekommen. Geld ist sehr wichtig. Haben wir einen Vitality bekommen und unser Health ist wieder da. Es ist auf Cooldown jetzt eine Minute. Wir können also nicht arbeiten gehen und auch nichts anderes damit machen. Ja, warum ist Geld so wichtig? Weil wir haben hier Time Passes. Der nimmt dir einfach jeden Tag oder alle 60 Sekunden vielmehr ein Geld weg für deine Lebensunterhaltskosten. Deshalb brauchen wir immer Geld. So. Da ist wieder was Neues rausgekommen. Das hier ist das Studieren-Verb.
Schauen wir mal, was uns das gleich gibt. So, unsere Passion ist auch wie gerade beim Arbeiten auf Cooldown. Und dann haben wir hier zwei Sachen bekommen. Eine ist Fascination. Das ist nicht gut, denn das ist eine Sache, wenn man hier drauf geht, sieht man, ist ill health. Können wir jetzt aber nicht ohne weiteres wieder heilen. Wir können nur hoffen, dass nicht das Ding aufploppt, dass das, dass die Fascination aufnimmt und uns damit dem Tod näher bringt. Wobei, da muss man sagen, wir würden dann verrückt werden. Daran sterben. So, hier haben wir etwas bekommen. Ein Paket. Ordentlich Geld. Und unsere dritte Ressource. Das packe ich mal kurz dahin. Das dahin. Ach komm. Wenn man auf die Zahl klickt, kann man den ganzen Stack ziehen. Wenn man nur einen nimmt, dann... Nur einen. So, das Paket können wir natürlich direkt studieren. Mit welchem Approach? Können wir sehen, wir haben zwei Möglichkeiten. Können wir direkt Reason nehmen. Und dann mal weiter. Jetzt, was ich jetzt immer mache, ist direkt nochmal arbeiten gehen mit dem Health. Denn dadurch bekommen wir Vitality. Und wie man hier lesen kann, es ist so ein Upgrade-Ding. Wenn wir zwei davon haben, können wir ein zweites Health bekommen. Und das ist sehr, sehr nützlich. Weil Health auch dazu da ist. Ist auch ein Abwehrmechanismus, wenn zum Beispiel wir krank werden, man einen Health opfern. Als ja, Defensivmechanismus. Das werden wir noch alles sehen. So. Das Paket haben wir geöffnet. Hier sind ein paar Sachen drin. Unser Reason ist wieder da. Das wurde diesmal nicht auf Cooldown gesetzt. Haben wir hier ein paar Notizen. So, wo, was erforschen wir jetzt als nächstes? Ich würde mal sagen, sobald man dieses Ding hier nimmt, bekommen wir unseren ersten Bekannten. Das könnte... Den brauchen wir, um unseren Kult zu gründen. Und hier, das ist erstmal sehr wichtig, finde ich. Die Wegbeschreibung zum Buchhändler, zur Buchhändlerin. Denn, da können wir Bücher kaufen. Und mit Büchern macht man ordentlich Fortschritt im Spiel. Jetzt haben wir schon zwei Fascination. Das ist natürlich nicht gut. Denn wir können damit gerade nicht umgehen. Aber wenn wir Glück haben, kann auch gar nichts passieren. Und die Dinger verschwinden einfach. So, hier haben wir jetzt den Weg gefunden. Und damit hier das Entdeckenverb aufgedeckt. Die haben wir dann nicht. So, jetzt können wir hier bei Moreland Bücher kaufen, die wir... Sage ich mal kurz. Da dann ein Geld da rein. Und dann wird das gehen. Aber wir machen erstmal hier. Ja, ich bin ja auch dumm. Ich wollte den schon da reinwerfen. Wir werfen erstmal das da rein. Um zu zeigen, was man damit so finden kann. Findet man nämlich diese Loot Locations. Machen wir mal ein bisschen weiter. So, jetzt ist hier fertig. Jetzt können wir gleich mit den beiden Vitalities unser Health verbessern. Und jetzt können wir mit Reason arbeiten. Ich finde persönlich, Reason ist die beste Arbeit, die man machen kann. Denn da bekommst du zwei am Tag. Zwei Geld. Zwei Geld kannst du am Tag da verdienen. Und träumen wieder mit Passion.
da wir jetzt ein Lore haben, wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, wir haben hier ein Lore, ein Wissen über einen bestimmten, über eine bestimmte Glaubensrichtung, sage ich mal. So, der hier hat jetzt den Fascination aufgezogen, reingezogen, das sieht man an diesem Magnet da unten. Der füllt sich automatisch auf. Und das ist nicht gut, weil dann können wir dadurch Visionen bekommen. So, hier haben wir in der Arbeit mit Reason unsere Anstellung bei so einem Laden bekommen. Da können wir jetzt auch direkt arbeiten gehen. Da muss man jeden Tag einen Reason reinwerfen. Meistens zumindest, wenn man Überstunden, pardon, Überstunden machen muss. Na, das sehen wir gleich alles noch. Wir wollen ja erstmal hier die Grundlagen schaffen. So, dadurch, dass wir hier diesen unseren ersten Bekannten haben, kam das nächste Verb dazu, das Reden. Mystik ist erstmal unwichtig. Das könnte dazu führen, dass uns Leute, dass uns die Jäger oder Inspektoren entdecken. Das spielt am Anfang keine große Rolle, habe ich gemerkt. So, was haben wir hier bekommen? Eine Location, die wir, ich zeige das mal kurz, die kann man so raiden gehen oder erkunden. Da gibt es dann Artefakte und Bücher und alles Mögliche. Man braucht aber erstmal seinen Kult und Anhänger dafür, deshalb ist das erstmal unwichtig. Ich werfe das mal da oben hin. Und hier haben wir einen Hanger-On bekommen. Einer, der uns hinterherläuft. Oh, ich merke gerade. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. Unsere Vitality, unsere Erst, hat sich aufgelöst. Wir können jetzt natürlich nicht mehr trainieren. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, immer Pause zu machen. Und auch wenn man nicht weiter weiß, kann ich nur empfehlen, Pause machen. Einfach mal hier draufklicken, sehen, was leuchtet. Und siehst du, ah, das leuchtet, das kann ich da reintun. Was brauche ich? More Vitality. Ah, okay. Und hier genauso draufklicken. Und was kann ich gerade benutzen? Mall and Shop. Ah, okay, ich kann Bücher kaufen. Ja. So, jetzt wollen wir aber erstmal, ich will immer noch meinen zweiten Health, meine zweite Health-Ressource haben. Deshalb können wir Health auch hier benutzen und ein bisschen spazieren gehen. So, hier ist was fertig geworden. Da wir geträumt haben, haben wir jetzt einen Weg gefunden. Ein Weg ist immer zum Träumen da. Hier, unsere Passion ist aufgebraucht. Was man hiermit machen kann, Buzzing in the Brain, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe zwar schon so einige Anläufe gemacht, aber ich bin auch oft gestorben. Aber die Grundlagen, die habe ich schon raus. Und schauen wir mal, also für den Weg zum Träumen, um den gleich zu erkunden, brauchen wir die Passion, deshalb warte ich dann noch ein bisschen. Hier ist unser Job. Wir wurden befördert. Jetzt können wir jeden Tag arbeiten gehen. Und zwei Funds bekommen. Zwei Geld. Und da wir ordentlich Geld haben, könnte ich auch mal ein Buch kaufen, um das zu zeigen. Und dieser Angelhaken gerade, der zieht sich immer irgendwas rein und dann bekommst du ein Restlessness. Mit Restlessness kannst du zum Beispiel auch die Fascination umwandeln oder wegmachen. Das ist ganz gut. So, wir haben unser Buch gekauft. Ich glaube, als erstes kommt immer das Collection of Poetry.
Kann ich direkt mal da drüber legen, damit wir das nachher studieren können? Okay, jetzt gehen wir mal in den Wald, um zu zeigen, wie das mit dem Träumen funktioniert. Jedes Mal, wenn du in den Wald gehst, bekommst du am Ende eine Sache. Ein Loot, sag ich mal. Dazu muss man den Way the Wood da reinwerfen und dann ein Passion mit dabei. So, die Vitality ist fertig. Jetzt können wir hier mal die beiden zusammen reinwerfen. Das geht einmal. Dann bekommen wir permanent ein zweites Health. So, hier sind wir krank geworden. Das ist eigentlich immer zufällig, dass das passiert. Und der hat jetzt unseren Health aufgenommen. Das ist unser Abwehrmechanismus, sozusagen. Und wenn du keinen Health hast und krank wirst, dann ist das Spiel vorbei. So, da haben wir unser Geld bekommen. Das wiederholt sich halt immer, vor allem das Arbeiten. Ist ein bisschen nervig. Aber wir könnten mal so langsam anfangen, unseren Kult zu gründen. So reden wir mit unserem Anhänger. So, hier ist jetzt die Gründung des Kults. Doktrine haben wir nur eine. Ein Mirror of Glory. Oh, da sind wir jetzt im dunklen Wald. Wir können uns dann einen von drei Karten auswählen. Eine aufgedeckte und zwei andere. Eine von den beiden anderen kann auch immer etwas Negatives sein, zum Beispiel eine Fascination. Ja, hier haben wir jetzt eine Vitality bekommen. Hier kommt man übrigens nur wieder raus, wenn man die da drauf zieht. Vitality können wir gerade nicht viel mit anfangen. Und doch, wir können die gleich nutzen, um wieder gesund zu werden. So, hier ist unser Follower wieder da. Authority ist so ähnlich wie Mystique. Die sorgt dafür, dass zufällig diese Polizisten und Privatdetektive euch auf die Schliche kommen. So, hier waren wir jetzt krank. Unser Health hat ein bisschen gelitten und ist zu einer Affliction geworden. Aber da wir ein Vitality haben, können wir die benutzen, um die zurückzuverwandeln. Alternativ können wir auch, wenn man hier hinlegt, Geld benutzen, um Medizin zu kaufen. Aber Vitality können wir gerade eh nicht anders benutzen. Deshalb ist das ganz gut so. Hier ist die Health und wir haben jetzt einen Skill bekommen. Stärkere Arme. Jetzt braucht man beim nächsten Mal, wie hier oben rechts steht, schon 4 Vitality, um noch mehr diesen Skill zu upgraden und mehr Health zu bekommen. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, was ich am besten mache. Wir könnten Reason mal hier reinsetzen. Wobei, das war jetzt dumm, weil die zum Arbeiten brauchen, eventuell. So. Und auch hierfür brauchen wir Reason. Ja, da habe ich jetzt nicht richtig nachgedacht. Da siehst du hier schon, der will Reason haben. Steht hier oben. Und wir haben gleich 0,5 Sekunden, um rechtzeitig zu pausieren. Ach nee, die ist dann ja auf Cooldown, glaube ich. Ach nee, doch nicht. Okay.
Die schmeißen wir da rein. Unsere Affliction ist wieder zu Health geworden. Also alles gut. Hier brauchen wir immer noch Reason. Aber das haben wir jetzt nicht. Das ist jetzt erstmal auf Cooldown. Ja, wenn ich mich nicht täusche, wiederholt sich das immer ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Oh, hier ist jetzt was ganz Gefährliches gekommen. Dunklen Gedanken. Wenn du Dread hast, haben wir jetzt gerade nicht, soweit ich das sehe. Saugt er das auf und wenn ihr drei davon findet, dann ist das Spiel auch vorbei, weil du dann verrückt geworden bist oder depressiv, keine Ahnung. Ist jedenfalls tot. Da hilft er nur ganz schnell, glücklich zu werden. Wir können zum Beispiel ausschlafen, indem wir Health hier reinwerfen. Da besteht eine Chance, glücklich zu werden, also Contentment zu bekommen. Ja, da nichts da war, bekommen wir nur so eine Art Eating Memory. Kann man einmalig hier reinwerfen? Nee, doch nicht. Hat man denn damit nochmal gemacht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal. Und ich habe jetzt natürlich vergessen, arbeiten zu gehen. Ist ein bisschen schwierig, gleichzeitig reden, erklären und dieses Spiel, das wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, zu spielen. Nun, ist ärgerlich, da kann man nichts machen. Aber da können wir ja mal die dritte Karriere ausprobieren. Malen, wenn wir eh gefeuert sind. So, Reason hier rein. Okay, wir waren schlafen, aber diesmal gab es kein Contentment, sondern so eine Fleeting Memory. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was man damit macht. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich die mal da reinwerfen konnte und dann einmal was erkunden konnte. Da haben wir auch nichts, da braucht nur ein Unrest. So ein Restlessness. Mehr als abwarten können wir gerade nicht. So, jetzt können wir hier festlegen, wer unser erster Rekrut wird. Das ist unser Anhänger. Mehr haben wir nämlich gerade nicht. Oh, ein Restlessness haben wir. Zack, rein damit. Und unser Kult ist gegründet. Our Rise begins. Da ist unser Anhänger, der ist jetzt vom Hanger-on zum Pawn, zum Bauern geworden. Wie beim Schach. Unser Hauptquartier. Reason ist wieder da. Das ist unser Kult hier, Mirror of Glory. Und ein Lore haben wir. So, ich denke mal, das reicht für die erste Folge. Wir haben unseren Kult gegründet. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, worauf es ankommt. Also, fass nochmal zusammen. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, hier die Sprache zu lernen, diese ganzen, was macht, was wohin kommt, was man einsetzen muss. Es ist sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, für dieses Spiel wäre ein vorgeschriebener Text vielleicht nötig gewesen und nicht hier so aus dem Stegreif heraus.
Aber vielleicht mache ich mal einen richtigen Guide dazu, wenn da Interesse dran besteht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ich sag mal, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter und schauen, wie weit wir kommen mit unserem guten alten Werner-Kult. Bis zum nächsten Mal, euer guter alter Werner-Kult.